Auch wenn ein Mann gut aussieht und sonst alles zu bieten hat, also Geld, Einfluss und körperliche Fitness, wird er von Frauen verschmäht, wenn er nicht weiß, wo sich das mit Abstand größte Sexualorgan von Frauen befindet. Es befindet sich genau zwischen ihren Ohren. Die Psyche der Frau, ihre mentale Ebene halt, egal wie du das nennen willst, das wartet nur drauf, von dir herausgefordert zu werden. Und genau das ist auch der Grund, warum kontroverse Männer attraktiver sind, warum streitbare Männer attraktiver sind, Nonkonformisten, Rebellen und ganz besonders dominante Männer eben. Wenn Frauen offiziell und öffentlich abstreiten, dass sie zum Beispiel auf Dirty Talk mit einem richtigen Mann stehen, dann ist das ja auch süß und nachvollziehbar irgendwo. Denn gibt sie es jedem Mann gegenüber und frei heraus zu, zumindest einem Mann gegenüber, den sie noch nicht kennt, dann würde sie das wiederum selbst unattraktiv für Männer machen. Instinktiv wissen Frauen das. Eine hochwertige Frau kann sich soziale Ächtung und Stigmatisierung als leichtes Mädchen einfach nicht leisten. Auf der anderen Seite wissen Frauen eben auch, dass sie gewisse anrüchige und verdorbene Tendenzen nun mal haben. Und ein Mann, der diese Tendenzen anerkennt, wird immer von Frauen bevorzugt behandelt werden. Das hat natürlich nichts, aber auch gar nichts mit Geringschätzung oder Herabwürdigung zu tun. Das muss eigentlich auch nicht mal erläutert werden. Guck mal, tendenziell sind Männer einfach mal rund um die Uhr geil und triebgesteuert. Frauen aber haben die deutlich perverseren Tendenzen. Im wahrsten Sinne des Wortes verdreht also. Und unheimlich angezogen vom Verbotenen, vom Rebellischen und vom Autoritären. Vorausgesetzt, die Frau fühlt sich bei dir geborgen, dann wird sie im Bett alles und noch deutlich mehr tun, als du es dir beim ersten Kennenlernen vorgestellt hast. So viel mehr, dass es auf YouTube sicherlich keinen Platz hat. Und auch so viel, dass es Anonymität braucht, damit Frauen sich das selbst zugestehen. Und nicht anders ist ja auch der Erfolg von Shades of Grey zu erklären. Ich meine, das ist ja ganz klar ein fiktiver Roman, aber Frauen können hier in ihre abgedrehtesten Fantasien und Begierden entführt werden, ohne Angst haben zu müssen, stigmatisiert zu werden. In der Realität funktioniert das ziemlich genauso. Als Mann kannst du das ausnutzen, indem du beim Flirten direkter bist, indem du dir Dirty Talk angewöhnst und indem du aufhörst, das brave Bübchen zu sein, das du eigentlich gar nicht sein willst.